Und wieder sage ich Hi und danke, dass ihr in meinem Mikrokosmos am Start seid und mir quasi bei der Aufarbeitung meiner dunklen 90er Jahre Vergangenheit zuschaut. Heute geht es um die internationale Funkausstellung, kurz IFA, die ich 1997 besucht habe. Ich traf Schauspielerin Jasmin Gerhardt und wurde richtig geil vom damaligen Viva-Moderator Tobi Schlegel verarscht. Außerdem gibt es einen kleinen Eklat mit dem erstaunlich unentspannten Ingolf Lück und ich beobachte Kids, wie sie auf der damals brandneuen Konsole Nintendo 64 zocken. Ende August 1997 ging es für mich zum allerersten Mal in die Hauptstadt Berlin und das war natürlich schon was Besonderes. Einen wirklichen Drehplan hatten wir nicht auf der IFA, mein Kollege Wolf Krumbiegel und ich, wir schlenderten ein bisschen über die Messe und schauten einfach wie immer spontan, was uns so alles vor die Linse kam. Irgendwann war Ingolf Lück am Start, wir fingen ihn ab und er hat nicht so wirklich cool auf mich reagiert, schaut mal. Ja, ich bin's wieder, euer Reporter und auf der Suche nach vielen, vielen Promis und da habe ich doch ihn ja entdeckt, das ist Ingolf. Hi Ingolf. Willst du mich tothauen oder will ja, schlägt sorry. Sorry. Ja, Ingolf, fang mal an. Erzähl mal, was würde... Ah, ich muss schon sagen, das hat mich in dem Moment ein bisschen abgefuckt, wie er da auf mich reagiert hat und ich habe ihn dann beim eigentlichen Interview auch ein bisschen assi auflaufen lassen, das gibt's gleich zu sehen. Das gab dann auch meinen ersten und leider nicht letzten Ärger bei Nickelodeon, auch nicht ganz zu Unrecht. Ich war einfach total übertrieben frech und manche Sachen hätte ich mir einfach auch sparen können. Aber auf der anderen Seite wieder das Argument, wenn ich nicht so drauf gewesen wäre, dann hätte ich jetzt auch nicht so viele interessante und lustige Storys zu erzählen, auch wenn das teilweise damals unangenehm war. Jetzt also viel Spaß mit den beiden IFA-Einspielern von 1997 und es ist natürlich auch interessant, die ganze alte Technik von damals zu sehen. Und herzlich willkommen, ich bin der Paddy, euer Nick-Reporter. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich hier in Berlin. Da ist die internationale Funkausstellung 97. Ich kann euch sagen, ich habe da so einiges erlebt. Ach Leute, man munkelt ja, dass Ralf Kühler, ihr habt richtig gehört, euer Ralf Kühler auch hier ist, auf der IFA. Ich halte das ja alles für Blödsinn, ich frage mich wo. Hi Ralf, Mensch, was treibst du hier? Das ist ja unglaublich. Du hier in Berlin? Ja, du, hier Funkausstellung, da gibt's immer super süße Sachen. Guck mal hier, die Kokosflocken. Willst du mal einen? Ah, klar. Ja, so etwas aufgeweicht, aber schmeckt gut. Was machst denn du überhaupt hier? Ja, ich drehe für uns, für Nick. Nee. Ja. Mensch, ist ja auch was los. Hast du die ganzen Prominenten schon gesehen? Oh, das ist der Hammer, echt. Hier laufen Prominente rum, das ist unglaublich. Und Shows gibt's hier? Absolut unglaublich. Jetzt erzähl nochmal, was treibst du denn hier? Ich moderiere hier und singe ein bisschen bei Nickelodeon. Als ich Ralf hier getroffen habe, das ist ja schon eine große Überraschung gewesen, aber ich glaub's einfach nicht. Arnold ist auch hier. Hey Arnold, hier ist er. Das ist unglaublich. Ja? Lebensecht? Hey Arnold, alles klar. Er spricht irgendwie nicht. Arnold, bist du irgendwie, hast du deine Stimme verloren oder? Ja, schade. Echt schade. Naja, er ist auf jeden Fall auch hier. Jetzt habe ich hier den Ingolf. Ingolf ist Moderator bei einem anderen privaten Kanal. Und wo? Das erzählt er uns jetzt mal, was er moderiert. Also ich mache die Wochenshow auf Sat.1 jeden Samstag um 22 Uhr und viele von euch sind dann ja auch noch auf. Ich weiß, viele dürfen aufbleiben und es dann noch gucken. Ingolf, hat das irgendwas mit Kindern zu tun? Nee, überhaupt nicht. Also ja, tut mir leid, dann wird das mit dem Interview hier nichts. Okay. Dann muss ich das hier jetzt canceln. Mach's gut, Ingolf.
Geh mal ein Berliner essen. Okay. Tschüss. Hallihallöchen, ich bin's wieder, euer Paddy, euer Reporter und dreimal dürft ihr raten, wo ich jetzt bin. Moment, macht, ist ja schon der zweite Teil meiner IFA-Rundreise. Naja, egal. Was ich da so alles erlebt habe, schaut selbst. Oh Leute, hier geht's heiß her, hier kommen nämlich gleich die Backstreet Boys, ja, und da ist natürlich einiges los, ihr hört sie schon schreien, die Fans im Hintergrund, und wir fragen jetzt einfach mal ein wenig rum. Hallo, ich habe mal eine Frage an dich, auf wen wartest du denn? Auf Backstreet Boys. Ah, und warum? Warum findest du die so toll? Na, die sehen gut aus, können gut singen. Weil sie gut sind. Hast du auch ein Lieblingslied? Weil sie sind alle gut. Get Down ist eigentlich fast mein Lieblingslied, ja. Hast du die schon mal getroffen oder sowas? Oder schon mal angefasst? Nee. Noch nicht? Nee. Würd's aber gern. Ja. Wir befinden uns hier hinter den Kulissen von Viva TV und hier ist ein Moderator. Hier ist nämlich Tobi. Hi Tobi. Grüß Gott. Hallo, wer hab ich denn da? Wer seid ihr denn? Ja, wir sind Nickelodeon. Cool, cool. Ja. Nickelodeon. Auch, Roccos modernes Leben gucken. Genau. Wie ist denn so dein Verhältnis zu Kindern so allgemein? Magst du die oder sagst du, haut ab ihr Blagen? Nein, auf keinen Fall, weil ich habe mal eine Messdienergruppe geleitet und eine Pfadfindergruppe auch, so kleine Wölflinge hatte ich mal. Und ich habe eigentlich mit so mein erstes Show-Dasein, ja, mit Kindern verbracht, denn ich war so Kinderzauberer. Echt? Ja. Erzähl mal, was hast du denn alles so gemacht? Hast du einen Trick auf Lager vielleicht? So einen? Oh, das ist aber jetzt gemein. So, und euer Moderator, wie heißt du eigentlich? Ach ja. Paddy heiße ich. Paddy. Pass auf, Paddy lässt jetzt mit Hilfe meiner magischen Kräfte diese Sektflasche schweben. Pass auf, ich stelle jetzt hier drauf. Ja? 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 Moment, das muss natürlich halten. Ja, muss halt jetzt. Kriegst du das hin? Kriegst du das hin? Na? Ja, schade. Naja. Schade. Also, ihr müsst es verstehen, das ist halt Viva TV, unprofessionell, Amateur. Kennt ihr sie, Jasmin von? Ja, was soll ich jetzt sagen, weil ich meine, ich mache kein Bravo mehr, ich mache kein Hard Attack mehr, vielleicht von Nickelodeon? Ja, genau, genau. Was machst du bei Nickelodeon demnächst? Ich werde da diese Nick-Verleihung moderieren. Im November? Im November in Hamburg zusammen mit dem Wolf. Super, super, super. Und wieso hast du dich dazu entschlossen? Was hat dich dazu angeregt, die zu moderieren? Ich finde, die Nick-Verleihung ist, glaube ich, jetzt das zweite Mal, ne? Genau. Und ich habe es beim ersten Mal gesehen und fand es total, total schön, dass die jungen Leute auch die Chance haben, mal was zu wählen. Die haben super viele Kategorien gehabt auch, das fand ich sehr schön. Und ich habe einfach Bock, mal von einem jüngeren Publikum auch zu stehen. Mhm. Auch, auch. Super. Und wie ist so dein Verhältnis zu den Kindern? Sehr gut. Also Kinder ist immer so doof, aber ich liebe halt Kinder und ich komme gut mit denen klar. Und ich habe einfach Bock, da mit euch zusammen so ein bisschen Party zu machen. Super geil. Wie viele willst du mal haben? Abschlussfrage. Was ich haben will? Wie viele Kinder du mal haben willst? Ah, drei. Drei. Zwei eigene und ein adoptiertes. So. Jetzt noch ein kleines Grußwort an die vielen Nickelodeon-Zuschauer da draußen. Hey Nickelodeon, hier ist Yassi und habt viel Spaß, bleibt dran, stay tuned, bis bald.